Hi Leute und herzlich willkommen in meiner kleinen Werkstatt. Ich wollte schon immer mal den Fototransfer von Papier auf Holz ausprobieren. Ich hatte mal ein paar Videos bei YouTube gesehen und das hat mich wirklich neugierig gemacht, ob das alles so funktioniert. So, es muss jetzt ein kleines Projekt her und da habe ich mir gedacht, ich baue meiner Frau einen Tablet-Halter oder wo sie auch ihre Kochbücher draufstellen kann. Der Plan war, das Teil so zu bauen, dass es sich auch leicht verstauen lässt. Ich habe das jetzt aus zwei Teilen gebaut, die sich leicht zusammenstecken lassen. Und die Maße so angenommen, dass das iPad schön drauf passt. So, und wie ich das Teil gebaut habe, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Da mein Tablet-Halter nur aus zwei Brettchen besteht und ein paar Rundstäben, habe ich mich dazu entschieden, das Teil mit der Kappsäge zu bauen. Hier schließe ich meine Kappsäge an meine Absaugung an. Wenn man jetzt die Maschine anmacht, geht automatisch der Staubsauger mit an. Ich stelle die Gärung von meiner Kappsäge auf 35 Grad. Ich hatte es mal bei einem Prototyp mit 45 Grad probiert, aber das war dann irgendwie zu steil. Das Brett, das dann bedruckt werden soll, ist 290 mm lang und 200 mm breit. Wie ihr hier schön sehen könnt, nutzt die Absaugung eigentlich gar nichts. Das ist aber bei Kappsägen normal. Ich baue mein Betthalter so, dass ich die Stützen später in dem Brett versenken kann, wenn ich es nicht brauche. Dazu muss ich die Löcher haargenau im gleichen Abstand bohren. Ich benutze hier zwei Bohrer, da ich verschiedene Tiefen bohre. Den einen Bohrer markiere ich mir dann mit einem Stück Kreppband. Da die Gärungen an meinen Rundstäben nicht so geworden sind, wie ich mir das gedacht habe, habe ich sie an meinem Bandschleifer nochmal nachgeschliffen.
So, jetzt kann endlich mit dem Fototransfer losgehen. Zuerst wird das Holz eingestrichen und dann das bedruckte Papier. Nachdem ich das Holz gut angestrichen habe, kommt der Druck dran, der wird auch schön satt bestrichen. Der Ausdruck sollte von einem Laserdrucker sein. Bei einem Tintenstrahldrucker kann es sein, dass sich die Farbe verwischt, wenn später das Wasser drauf kommt, um das Papier abzurubbeln. Nachdem der überflüssige Kleber mit der Spachtel rausgedrückt wurde, wobei man da ziemlich vorsichtig sein muss, damit das Papier nicht kaputt geht, wird das ganze Teil 10 Minuten mit dem Föhn trocken geblasen. So, nach dem Trocknen wird das schön nass gemacht und dann wird gerubbelt. Und zwar muss man da wirklich Geduld haben. Man darf nicht fest draufdrücken, sonst rubbelt man gleich die Farbe wieder mit runter. Immer schön nass machen und immer schön zärtlich rubbeln, bis das ganze Papier weg ist. So, wenn das Holz dann irgendwann mal wieder trocken ist, hat man so einen weißen Schleier drauf. Dieser geht dann fast ganz weg, wenn man den Überzugslack drüber macht. Aber etwas von dem Schleier bleibt immer. So, das war's von mir für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr zum ersten Mal da seid, abonniert doch gleich meinen Kanal. Abonnieren bei YouTube ist kostenlos. Tschüss, macht's gut, euer AOK.